2. Jawohl, perfekt. Auch. Ja. Das habe ich auf dem Helm. Oh, die ist super, ja. Dann noch die Warnweste. Ja. Fein. Ja. Ja, passt, alles klar. Super. Okay. Dann sonst noch kann ich auch mit ruhigem Gewissen schlafen. Muss mir keine Sorgen machen. Also wir sind beim Mittelgebirge Klassik. Das soll Deutsch und Französisch ausgesprochen werden, weil es dann durch Deutschland und Frankreich geht. Ich glaube, bei keinem Rennen bisher, das seit dem ersten Three Peaks passiert ist, hatte ich so wenig dabei wie jetzt. Vor allem an den Gipfeln soll es Temperaturen um die 0 Grad haben, vor allem nachts. Da bin ich gespannt, ob die Ausrüstung, die ich habe, ob ich damit gut klarkomme. Ich bin ja vor allem gewohnt, lange Pässe bergauf zu fahren und ich habe eher Angst vor diesem Mittelgebirge, das schon im Namen steckt, also diese 400-500 Höhenmetern, die aber sehr oft passieren, wo man quasi nicht 2 Stunden lang bergauf fährt und keine ewig lange Abfahrt hat, sondern das ständige Auf und Ab, davor habe ich Angst. Ich weiß, dass ich alles habe, dass meine Beine gut sind, dass ich gesund bin, dass ich fit bin. Hoffentlich. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel Snacks dabei. Ich habe den ganzen Rucksack voller Riegel. Leider auch noch vorgestern. Deswegen ist es jetzt auch schon wieder okay, aber ich habe meine Tage bekommen. Ja, das ist eine zusätzliche Aufgabe im Kopf, an die man denken muss, so alle paar Stunden. Das stresst mich so ein bisschen, aber das wird spätestens übermorgen wahrscheinlich vergessen sein. Mit so vielen Leuten. Ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann ein bisschen alleine bin, glaube ich. Ich kann momentan noch sehr schlecht einschätzen, ob das jetzt viel zu schnell war. Ob ich langsam bin, keine Ahnung. Und die ballern aber alle voll. Also keine Ahnung, ob ich jetzt voll überpace. Und ich habe 6000 Höhenmeter. Das heißt, wenn ich jetzt noch fahre bis um 1, würde ich gar nicht wissen, was da zusammenkommt. Ein bisschen Knieschmerzen. Also wenn es schlimmer wird, dann passiere ich. Aber vielleicht wird es dann wieder besser. Oh.
Und die Strecke ist super schön. Mega viele, sehr kleine asphaltierte Straßen im Wald, ohne viel Verkehr. So wirklich eine grandiose Aussicht oft. Und ziemlich cool. Und hab ziemlich genau 6000 Höhenmeter erst. Fahr seit 12 Stunden 44. Ja, ich wusste ja, dass es auf 3x8000 hinauslaufen könnte. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen erschreckend. Schon hart. Also ich habe die Strecke, die gesamte Strecke in drei Teile geteilt. Also ich schätze, es sind so 40 Kilometer ungefähr und 1000 Höhenmeter noch. Und die will ich auf jeden Fall noch fahren. Dann wäre Teil 1 geschafft. Ja, ich erwarte mal, dass die Nacht ziemlich kalt wird. Ich habe keine Isomatte dabei. Deswegen muss ich auf jeden Fall einen Schlafplatz suchen, der nicht so hoch liegt und auf irgendeinem Untergrund, das nicht von unten voll herfriert. Schon an dem letzten Hügel jetzt gemerkt, dass mein Knie richtig wehtut und dass der Anstieg, der jetzt da kommt, ist halt voll lang und danach bleibt es auch weit oben. Das ist sehr unpraktisch für den Schlafplatz, deswegen, ja, jetzt ist das the place to be. Also ich glaube, ich will mindestens 2 Stunden schlafen. So ungefähr 2 Stunden. Ich habe extrem gut geschlafen. Isomatte ist unnötig. Aber ich bin mit Halsweh aufgewacht und das ist das nächste Problem. Zusammen. Sie sagen mir jetzt okay. Einfach, was Sie in Ihrem Bauch versteckt haben. Perfekt. Jawohl. Shit, wo packe ich das denn jetzt alles hin? Oh, ist kalt.
vorne, ich habe zu viel eingekauft. Leider wird es irgendwie immer schlimmer. Und das linke Bein hätte voll Bums. Aber es nützt halt nichts, wenn das rechte gar nicht pedalieren kann. Ich meine, mit Spaß hat es halt nichts mehr zu tun, wenn man so das Gefühl hat, gegen seinen Körper zu arbeiten. Wenn das nicht besser wird, dann prügel ich das nicht durch. Das, was weiß ich, 2 Wochen. Nicht eine Nacht, aber. Es wird mir keinen Spaß machen, wenn ich jetzt so weitermache unter den Umständen. Deshalb. Deshalb lasse ich gleich, also ich lasse jetzt einfach ganz sein. Thank you.
habe ich auf jeden Fall krass was für mich mitgenommen. Also so viel darüber nachgedacht, wie viel ich in diesem Sport, wie viel ich da geben will oder wie wichtig es ist, Spaß an der Sache zu haben oder wie sich das Ganze für mich anfühlen soll oder halt auch nicht anfühlen soll. Da habe ich am Ende viel drüber resümiert und bin dann auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Bin dann nach dem Rennen tatsächlich das erste Mal seit meinem Kieferbruch 3 Wochen gar nicht auf dem Rad gesessen. Und dann bin ich beim Dead Ends in Cake gestartet in der Schweiz. Und es war so ein bisschen ein Experiment, weil ich dieses Mal in den Start gegangen bin mit dem Wissen, das könnte auch nichts werden. Und ich war so froh, dass es einfach wieder lief, wie ich es gewohnt war. Wenn man an den Start von so einem Rennen geht, dann wäre es ja irgendwie fast langweilig, wenn man von vornherein wüsste, dass das alles funktioniert. Und ich wusste immer, dass es eine Option ist, dass man sowas nicht finisht. Die Erfahrung jetzt mal gemacht zu haben, gehört halt vielleicht dazu. Das nicht durchzuprügeln, auf seinen Körper zu hören und wenn es keinen Spaß macht, auch zu sagen, es macht keinen Sinn oder ich will langfristig Spaß am Radfahren haben. Das ist wichtiger, als dann in dem Moment es irgendwie durchzubeißen, egal halt wie stur der Kopf ist. Thank you.